Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, Mond-Pluto-Konjunktion, zweiter Teil. Ich werde hier mal heranzoomen, dass man das besser sieht. Und zwar geht es hier um den Betrug am Silbermarkt. Ich fürchte nur, man sieht das doch nicht. 367:1 ist das Verhältnis Papiersilber zu Realsilber. Kann man das jetzt sehen vielleicht? Na, ich sehe es hier im Display leider auch sehr schlecht. 367:1, also das bedeutet, zuletzt waren wir, glaube ich, auf 412. Und wenn wir uns den Silberkurs anschauen, dann sehen wir, das hat dem Silberkurs offensichtlich gut getan, denn hier ist er um 1,2% gestiegen. Okay, 1,2. Variiert dauernd. Also das heißt, hier macht sich natürlich schon die ewige Drückung durch eben betrügerische sogenannte Wertpapiere bemerkbar. Also das heißt, der ETF-Handel wird natürlich dann irgendwann auch nicht mehr funktionieren. Was aber derzeit noch blendend funktioniert, ist hier dieses Manöver Merkur-Neptun. Das zeigt uns etwas für die nächsten 23 Tage, abgerundet 3 Wochen auf. Dazu kommen wir gleich. Aber als erstes würde ich sagen, besprechen wir einfach die Mond-Pluto-Konjunktion. Eine alte, bekannte Konjunktion bei Mond-Pluto. Geht es darum, dass man sehr zwanghaft ist, dass es um große Kontrolle geht, dass man um eine oder dass man es, wenn man das im Horoskop hat, mit einer sehr mächtigen, kontrollierenden Mutter zu tun hat und dass dies natürlich dann auch im weiteren Leben massive Auswirkungen hat, ist irgendwie logisch. Das heißt, man versucht dann natürlich auch im späteren Leben seine Umgebung zu kontrollieren. Das heißt, dass keine Risiken entstehen können, dass alles sozusagen immer im Griff ist. Aber es hängt auch mit großer seelischer Tiefe zusammen, mit einer immensen Kreativität und auch mit einer, wie sagt man, bemerkenswerten Ausdauer, Hartnäckigkeit, und hier stecken auch große Heilkräfte drinnen. Und wir schauen einmal, wo die Konjunktion stattfindet. Auf 26,07 Grad im Steinbock, von 25 bis 27,30 haben wir Wassermann gerade. Also das heißt, hier kommt dann noch das Momentum der Rasanz, der Unberechenbarkeit dazu. Das heißt, hier können die Dinge schnell dramatisch werden. Von der Grundbedeutung Mondblut im vierten Haus bedeutet, dass die Bevölkerung eine sehr schwierige, leidvolle Phase vor sich hat. Jetzt müsste ich das ungefähr ausrechnen. Moment, haben wir schon. Na, machen wir es einfach. Bei 23 Tagen können wir 2 Tage pro Haus rechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, ab dem Tag 16, das heißt, um den 20. Oktober herum haben wir für die 20. 21. Oktober haben wir für die Bevölkerung eine harte Entscheidung, irgendein hartes Ereignis. Ich kann einmal schauen, was für ein Tag das sein wird, der 21. Oktober. Ja, seit mein Computer immer neu und neu aufgesetzt wurde, ich verliere ja alles. Ja. Früher hatte man hier mal einen Kalender. Ah, der ist wieder da, hört. Da tatsächlich ist der Kalender wieder da. Es war nämlich eine Zeit, wo der nur so grau zu sehen war. Der 21. ist ein Freitag. Also das heißt, es könnte hier irgendetwas am 21. für die Bevölkerung Schmerzhaftes kommen. Schauen wir, was diese Besetzung in diesem Horoskop grundsätzlich bedeutet. Mond, eingeschlossene Herrscherin des 10. Hauses, gut, Herrscher von 10 in 4, heißt üblicherweise die Heimarbeit, also 10. Haus ist die Karriere und das 4. Haus ist das, sind die eigenen 4 Wände, so wenn du zum Beispiel den Herrscher von 10 in 4 hast oder in dem Fall den Nebenherrscher von 10 in 4, dann hast du eben ein großes Potenzial zu Hause, das heißt, du kannst zu Hause sehr, sehr viel tun, du kannst von zu Hause viel umsetzen, also das heißt, der Beruf vom Sofa aus, aber es kann auch vom Bürosessel aus sein. Und naja, Pluto ist Herrscher des 3. Hauses und steht generell, naja, wofür? Wirtschaft, Handel und Industrie. Und hier würden wir wieder darauf hingewiesen werden, dass sozusagen die Wirtschaft versucht, mit Nachdruck, ja, weil Mond-Pluto ist eine gewisse Verbissenheit, eine zwanghaftige, eine starke emotionale Besetzung, und Steinbock ist natürlich auch hartnäckig, gibt nicht auf, Steinbock ist das Zeichen der Ausdauer, und hier kann es sein, dass eben die Wirtschaft hartnäckig versucht, im eigenen Land wieder Fuß zu fassen, eingeschlossen natürlich der Steinbock, das heißt, das läuft ja unterschwellig. Wir haben aber auch eine andere Interpretationsvariante anzubieten, die würde mir fast besser gefallen, und zwar das 10. Haus, eingeschlossen Mond, eingeschlossene Herrscherin, steht für mich, dass die Stadtzipaten heimlich
über das dritte Haus, Manipulation, dass hier sozusagen bewusst, ja, bewusst Machtspiele gespielt werden mit der Bevölkerung und auch heimlich. Also das würde ich sagen, das könnte ganz gut passen, diese Interpretation, weil diese Interpretation gefällt mir bezüglich Gesamtbild des Horoskopes deswegen besser, weil hier ist für mich die zentrale Aussage. Hier liegt für mich die große Botschaft versteckt. Eigentlich ist hier dieser Aspekt nur quasi die Trägersubstanz für die nächsten 23 Tage. Dieser Aspekt wird uns tatsächlich für die nächsten 23 Tage begleiten, denn diese Auslösung haben wir gesagt, 20. 21. Oktober, also das heißt in ungefähr ein bisschen mehr als zwei Wochen. Merkur als Geburtsregent am Aszendenten ist schon eine sehr maßgebliche Aussage. Wir wissen, dass der Saturn, na, das ist er noch nicht, aber in dem Fall ist das der Merkur, dass der Merkur seit 2. Oktober wieder direktläufig ist. Also das heißt, ja, es funktioniert wieder, Kommunikation, alles, das Denken funktioniert wieder großartig. In der Jungfrau ist das Denken hervorragend gestellt, weil da ist er natürlich im Domizil. Aber wir haben nach wie vor die Opposition zu Neptun. Und da rate ich von übereilten Käufen ab. Hier kann es zu Irrtümern kommen. Hier kann man sich sehr schwer täuschen. In den nächsten 3 Wochen bitte aufpassen. Das heißt ja nicht, dass man nichts kaufen oder nicht kaufen soll, aber es bedeutet, dass die Gefahr der Täuschung vorhanden ist und dass man eben genauer schauen muss. Ja? Also das heißt, ist da irgendwo der Wurm, der sprichwörtliche Wurm drinnen, ist da irgendwo ein, wie sagt man noch, der Pferdefuß, glaube ich, heißt das, oder? Also das heißt, bitte aufpassen. Dieser Aspekt warnt uns ganz konkret, hier besteht Täuschungsgefahr. Und das haben wir interessanterweise ja in der alten Zahlenreihe tatsächlich drinnen, die 18. Ja? Also hier ist die Gefahr, sich zu täuschen, groß. Und was könnte dieser Aspekt noch bedeuten? Weil der ist ja nicht ohne. Also das ist ja, hier geht es ja um, kann man fast sagen, um Lüge, um Täuschung, darum in die Irre geführt zu werden. Wer sind diejenigen, die uns da in die Irre führen wollen? Na, rein zufällig ist der Herrscher von 1, Merkur, auch der Herrscher des 10. Hauses und des 12. Hauses. Also das heißt, Merkur an der Spitze 1 heißt, im gesamten Land haben wir es mit Täuschungen, bewussten Täuschungsmanövern durch die Stazipaten zu tun. Das ist etwas, was uns beruhigt, was uns aber überrascht, weil bis dato haben sie ja meines Wissens immer die reine Wahrheit ausgesprochen. Also das ist doch eine überraschende Wende für uns alle. Ich glaube, das trifft dich jetzt auch sehr hart. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht darüber, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und womit hängt dieses Täuschungsmanöver? Weil das haben wir schon. Durch das Vorhandensein des 12. Hauses. 12 und 10. Hier ist ja schon die Täuschung drinnen. Ja? Wir können aber auch sagen, Herrscher von 12, Spitze 1, bedeutet natürlich auch die Ratlosigkeit, die Planlosigkeit, die Ohnmacht, kann man fast sagen. Ja? Es schaut so aus, als wären wir in den nächsten 3 Wochen in einer Art Schockstarre. Ja? Vielleicht ist es jetzt übertrieben, Schockstarre, weil Merkur, es ist eher, das Denken ist sehr gelähmt, sehr getäuscht. Und hier, wie gesagt, haben wir eben Ratlosigkeit. Ja? Ratlosigkeit, Planlosigkeit, das ist es genau. Die geplante Planlosigkeitswirtschaft. Aber hier in Opposition, was da untergeht, ja, was da sozusagen bereits verschwunden ist, was da im Nebel der Dunkelheit, im Sonnenuntergang verschwindet, das ist das Krankheitsthema, das ist das Thema Frostschutz. Und offensichtlich gibt es hier, richtig, Druschba, glaube ich heißt das, gell? Freundschaft, hier gibt es offensichtlich auch Verträge. Wir wissen ja, wie viele Millionen Dosen bereits vernichtet wurden. Das sind ein paar Milliarden, in Zeiten der Klimarettung, des immerwährend CO2-Schutzes um tausende Milliarden. Was sollen wir uns da um 10, 15 Milliarden antun? Also das sind Trinkgelder, um die es hier geht. Denen würde ich auch keine sonderliche Bedeutung beimessen. Aber die Kombination von Merkur und Neptun zeigt mir, dass wir in den nächsten 3 Wochen wieder sehr intensiv über das Thema Frostschutz und Krankheiten belogen werden. Ja, das zeigt uns das hier. Also bitte, wenn du dich seelisch darauf vorbereitest, es werden dann wieder wahrscheinlich wunderbare Kampagnen laufen, sozusagen lass dich tätowieren oder so ungefähr in dieser Richtung. Und
ja, wir werden wieder nicht mitspielen, leider oder zum Glück oder wie auch immer. Und interessant ist, dass dieser Aspekt Mond Pluto mit Merkur Neptun verbunden ist, ja, über 2 Grad. Diese beiden Aspekte sind miteinander quer vernetzt. Das heißt hier die Konjunktion Trigon zu Merkur und Sextil zu Neptun. Das heißt, wir haben jetzt hier eine direkte Verbindung zum Leid der Bevölkerung. Das heißt, das Leid der Bevölkerung hängt mit dem Betrug, hier ist er, hier mit dem Betrug, auf dem Sektor der Krankheiten zusammen. Also hier würde ich sagen, eine relativ einfache und leicht herauszulesende Botschaft. Ich oute mich, ich liebe einfache Horoskope. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Also es ist immer lieber als die schweren, aber es begegnen mir auch immer wieder schwere Horoskope, wo ich dann, wie man sagt, wie der Ochs vor dem neuen Tor steht, sozusagen frisch lackiert, bitte zum Nachbarhof hineingehen. In dem Sinne gehen wir zum dritten Teil hinein und schauen wir, was wir da noch rausholen können. Wir haben noch Sonne, Venus, Saturn, Jupiter, Uranus und Mars, also viel haben wir noch nicht gemacht. Weiter zum dritten Teil, Ende.